Hallo Nachbarinnen, wir sind verdammt viele hier, aber das ist klar. Wir sind sowieso die Mehrheit in den Städten. Wieso haben wir eigentlich Angst? Die Gegenseite müsste Angst haben. Ich spreche hier heute für die Arbeitsgruppe Eigenbedarf kennt keine Kündigung. Wir meinen, dass wir alle ein bedingungsloses Recht auf Wohnung haben und dass wir dafür kämpfen müssen. Unter den vielen Formen der Verdrängung ist laut Mieterbund der häufigste Kündigungsgrund Eigenbedarf. Das heißt für die Betroffenen Verlust der Wohnung und Verdrängung aus dem Kiez. Und es versetzt die Nachbarinnen in ständige Unsicherheit und Angst, als Nächste betroffen zu sein. Dagegen bieten weder Milieuschutz noch Umwandlungsverordnung einen wirksamen Schutz. Die seit Jahren stark steigenden Mieten schaffen gleichzeitig eine Situation auf dem Wohnungsmarkt, in dem viele Menschen gezwungen sind, da zu bleiben, wo sie sind, weil sie keine bezahlbare Wohnung mehr finden. Erwachsene Kinder müssen zu Hause wohnen bleiben. Frauen müssen in gewaltsamen Beziehungen wohnen bleiben. Und Familien wieder zusammenziehen, da sie keine Alternative finden. Für profitinteressierte Eigentümerinnen gibt es dadurch nicht genug Bewegung auf dem Wohnungsmarkt. Für sie entsteht eine sogenannte Ertragslücke. Denn Neuvermietungen ermöglichen eine viel höhere Rendite mit der Miete. Deshalb greifen sie zur Kündigung, zum Kündigungsmittel Eigenbedarf, um Menschen aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Eigenbedarfskündigungen werden vor Gericht meist stattgegeben. Dadurch stellen die Gerichte die Profitinteressen der Eigentümer über die Interessen der Mieter. So wird das Recht auf Wohnung mit Füßen getreten. Eigentum ist in Deutschland immer noch das höchste Gut. Herr Warntke, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Haus- und Eigentümerverbands mit dem Namen Haus und Grund, behauptet sogar, ohne Eigentum keine Freiheit. Das bedeutet jedoch freie Verfügungsgewalt über Wohnraum für einige wenige und für die große Mehrheit der Mieterinnen Abhängigkeit und Angst. Eine Kündigung der Wohnung, egal aus welchem Grund, erschüttert die Existenzgrundlagen und macht krank. Oft ist nur eine Mietpartei im Haus betroffen und mit der Katastrophe alleine. Das nehmen wir nicht mehr hin. Wir lassen niemanden alleine. Eigenbedarf kennt keine Kündigung. Wir stellen gemeinsam den Eigenbedarf der Mieterinnen an erste Stelle und kämpfen zusammen für unser Recht auf Wohnraum. Schließt euch zusammen mit euren Nachbarinnen und Freundinnen und eurer Familie. Unterstützt euch gegenseitig gegen Mieterhöhungen, Kündigungen und Wohnungsverkäufe. Behindern und stören wir diese unmenschliche Verdrängungsmaschine mit massenhaften alltäglichen Aktionen. Für ein bedingungsloses Recht auf Wohnen. Wir bleiben alle!